Hallo liebe Leute und herzlich willkommen bei Nerdfallmedizin. Da sind wir wieder. Ja, zurück auf meiner wunderschönen Couch. Philipp, du weißt, die Nerdfallmediziner sind doch atemwegs verrückt. Airway Management, das ist ein Thema, das die Notfallmedizin immer wieder umtreibt. Und wir hatten auch schon einige Videos zum Thema, der schwierige Atemweg, auch so Tonsillektomie, Nachblutung, Cellet Simulator und so alles wird verlinkt in verschiedenen Ecken, die ich mir nie merken werde. Aber ein Atemweg kann ja nicht nur schwierig sein durch die Anatomie, ne? Dicke Zunge, blöde Lagerung und so weiter oder weil einem ganz viel Blut entgegenkommt, sondern auch auf eine andere Art und Weise. Philipp, hä? Was meine ich damit? Und du meinst den physiologisch schwierigen Atemweg, das klingt tricky. Es gibt ein ganz gutes Paper zum physiologisch schwierigen Atemweg und ich habe die Erfahrung gemacht, dass es ein paar Patienten gibt, bei denen man sich oft total verschätzt und die im Rahmen der Narkoseeinleitung sich dramatisch verschlechtern, teilweise dann versterben und die man einfach genau im Auge behalten muss. Also so ein paar Hochrisikosituationen, wo es gar nicht darum geht, welches Laryngoskop nehme ich und welchen Typus schiebe ich wo, wie, mit welcher Handgelenksbewegung rein, sondern einfach, wo der Patient selber eine spezielle Erkrankung hat. Genau, also nicht die Atemwegssicherung selbst ist so das Schwierige, sondern eher das Drumherum, nämlich die Narkoseeinleitung und die Beatmung im Anschluss. Okay, erzähl mir gleich, was sind so das für Fälle? Also das Erste, das wird euch gar nicht so sehr verwundern, das sind die Patienten, die bereits hypoxisch in so eine Intubationssituation reingehen. Mhm. Ja, das heißt, die Hypoxie. Da muss man einfach sagen, klar, wenn die Sauerstoffsättigung trotz 12 Liter Sauerstoff oder 15 Liter Sauerstoff nur bei 90 ist, ne, dann sind das Patienten, die machen uns Angst. Ich glaube, das wird keinen von euch so richtig überraschen. Ich will aber auch noch auf andere Patienten hinweisen, nämlich das sind die Patienten, die gerade ebenso mit ihrer Hyperventilation irgendwie den Sauerstoff in den Körper reinbekommen. Das sind natürlich auch Patienten, die haben eine Hypoxie, die man vielleicht nicht in der Sauerstoffsättigung misst, aber wenn du eine 40er Atemfrequenz brauchst, um irgendwie 95% SpO2 herzuatmen, dann hast du auch tatsächlich eine Hypoxie. Jetzt haben wir einen Patienten, der ist hypoxisch, ja, oder zumindest nicht toll zu präoxygenieren. Ja. Was machen wir da? Was kann ich machen im Schockraum oder im Rettungsdienst draußen, wenn wir den intubieren müssen? Aus welchen Gründen auch immer? Also das Allerwichtigste ist natürlich die Präoxygenierung. Okay. Klar, dazu haben wir mal ein Video auch gemacht mit dem Tobi. Also Präoxygenierung ist für den Patienten lebenswichtig. Das andere ist die Apnoe-Oxygenierung. Da sind ja die Daten in den letzten Jahren immer ein bisschen gemischt gewesen. Aber eine gute Apnoe-Oxygenierung, das heißt mindestens 15 Liter Sauerstoff über die Nasenbrille oder eben High-Flow-Sauerstoff, noch besser, die verlängert nochmal die Apnoe-Toleranz des Patienten. Also auch während der Narkoseeinleitung, ne, bleibt eine zweite, eine Sauerstoffbrille drauf, ne, die Maske geht runter, die Sauerstoffbrille bleibt drauf und voll Power da rein. Ja. Dann gibt es Patienten, die ja teilweise schon vorher genifft werden, jetzt NIF-Versager sind oder eben einfach so schlecht atmen. Das heißt, versucht erstmal mit der NIF die respiratorische Situation des Patienten zu optimieren. Und wenn der Patient schon an der NIF ist und jetzt intubiert werden muss, dann lasst die NIF auch drauf und präoxygeniert den Patienten unter NIF, dann natürlich auch noch mit ein bisschen Piep, was die Atelektasen öffnet. Und dann gibt es noch ein Verfahren von Scott Weingart, das ist die Delayed Sequence Induction. Da will ich jetzt gar nicht so im Detail drauf eingehen, aber das ist letztlich, dass ihr den Patienten ein wenig ansediert, sodass er, wenn er agitiert ist im Rahmen der Hypoxie, die NIF dann toleriert und mit der NIF dann den Patienten optimal vorbereitet, respiratorisch, das heißt aufoxygeniert und ihn dann erst intubiert. Persönlich muss ich sagen, also die NIF, das war für mich wirklich ein Gamechanger. Ja. Jetzt in der Intubation, auch im Schockraum zum Beispiel, Leute, die hyperkapnisch sind, COPDler, die wirklich schlecht reinkommen, auch wenn man vielleicht mit der NIF die nicht immer alle abventilieren kann. Also die werden dann weiterhin ein hohes CO2 haben, aber man kann oft die Oxygenierung mit bisschen Piep deutlich verbessern und es ist viel, viel, viel entspannter, die mit NIF einzuleiten oder auch einen Pneumoniepatienten. Das sind Situationen, wo man früher immer Angst gehabt hat, dass die bei der Narkoseeinleitung wirklich stehen bleiben, weil die so schlecht schon in diesen Prozess reingehen. Also ein ganz wichtiger Tipp. Und ein kleiner Trick noch für die Kliniker. Wenn ihr in der Notaufnahme einen Patienten seht, der hat einen sehr, sehr niedrigen PaO2
und ein noch niedrigeres CO2, dann ist das ein extremes Warnzeichen, denn der Patient, der hyperventiliert, um irgendwie eine Oxygenierung hinzubekommen, Warnzeichen in der BGA. So. Okay, Punkt 1, Hypoxie, wissen wir jetzt. Punkt 2. Das ist der hypotensive Patient, also der Patient mit einem schlechten Blutdruck. Geht man mit einem schlechten Blutdruck in die Narkose rein, dann kann das sehr gefährlich sein. Wäre der Martin freut sich mal, wenn ich sowas sage. Und warum ist das so gefährlich? Weil das häufig Patienten sind, die mit ihrem gesamten Sympathikuspotenzial, also mit allen endogenen Katecholaminen, irgendwie ihren Druck aufrechterhalten. Und wenn ihr denen dann Narkosemedikamente gebt, die ihn natürlich dann etwas entspannen, auch den Sympathikusreiz wegnehmen, dann wird der Blutdruck immer in den Keller gehen. Das heißt, was kann man bei so Patienten machen? Wie kann man die perfekt vorbereiten? Gute Frage. Tja, Planung ist alles. Passt eure Narkose darauf an. Ja? Das ist vielleicht nicht der Patient für 300 Propofol, sondern es ist ja vielleicht ein Patient für eine eher etwas flachere Narkose, die vielleicht mit Ketamin zum Beispiel eingeleitet wird. Ketamin immer gut. Oder eine opiatbasierte Narkose dann eher bekommt und die, wie gesagt, eher etwas flacher. Der nächste Punkt, Noradrenalin vorher anlaufen lassen. Ja? Oder mindestens als Push-Dose-Presser in Bereitschaft haben, aber eher vorher schon das Noradrenalin im Perfusor anlaufen lassen und den Patienten dann auf einen Zielblutdruck von ungefähr 140 systolisch schon mal vor der Intubation titrieren. Der wird im Rahmen der Intubation dann sicherlich hypotensiv werden. Und generell gilt Resuscitate before you intubate. Das heißt, versucht den Patienten vorher möglichst zu optimieren, bevor ihr die Narkose beginnt und auch zu monitorisieren. Das heißt, wenn euch die Zeit bleibt und ihr seid im klinischen Setting, legt dem Patienten eine Arterie, damit ihr dann nicht durch die intermittierende Blutdruckmessung nur immer wieder Werte bekommt. Und wenn ihr intermittierend misst, dann denkt daran, Intervall sehr, sehr kurz einstellen. Ich glaube, das ist schon der allerwichtigste Punkt, dass man einfach bei den meisten Atemwegssicherungen und zumindest gefühlt das, was wir im Schockraum intubieren oder auch was man präklinisch, ist man sowieso eher zurückhaltend bei vielen Indikationen. Meistens hat man Zeit. Ja? Meistens hat man ein bisschen Zeit, die Situation zu optimieren. Und es ist selten so, dass man innerhalb von bam, bam, bam von 2 Sekunden jemanden intubieren muss. Und die Zeit, die man da am Anfang investiert, die spart man sich dann später, wenn man den nicht reanimieren muss zum Beispiel. Ne? Was jetzt schon irgendwie ganz nett ist. Okay, Philipp, also wir haben jetzt Hypoxie gehabt, wir haben Hypotension gehabt, beides Vorbereitung, beides mit ein paar Strategien. Gibt es jetzt noch das ultimative Worst-Case-Szenario? Das gibt es tatsächlich und das Problem mit dem Worst-Case-Szenario ist, dass man es oft gar nicht erkennt. Das sind die Patienten, das sind die Patienten mit einer schweren Azidose, ob jetzt metabolisch oder respiratorisch. Denn warum ist es bei denen so extrem gefährlich, die einfach mal so schnell einzuleiten? Die werden im Rahmen ihrer Einleitung immer eine kurze Apnoephase haben, können dann kein CO2 mehr abatmen, werden dann also noch respiratorisch sauerer und haben dann vielleicht vorher einen pH von 7,2 gehabt, haben dann plötzlich einen pH von 6,9. Und welches Problem habt ihr dann zusätzlich noch? In dem pH-Bereich wirken die Katecholamine kaum noch. Das heißt, die Patienten werden dann auch noch hypoton. Die bleiben euch ratzfatz stehen. Und die kriegt man dann auch gar nicht mehr so leicht. Genau, also das ist wirklich, wirklich, wirklich gefährlich. Und jetzt können die Kliniker aufatmen. Mensch, wir können ja eine BGA messen und dann wissen wir, ob der Patient sauer ins Rennen geht. Aber was macht man eigentlich im Rettungsdienst? Also was sind denn so Warnsignale? Welche Patienten sind sicherlich sauer, wenn die ins Rennen gehen? Das sind einerseits die COPDler, die jetzt gerade akut exazerbieren, weil die fast alle dann das CO2 nicht loswerden und eine respiratorische Azidose haben. Und mit dem Schnaufen, was sie gerade machen, es noch irgendwie schaffen, das Ganze zu teilkompensieren. Aber das sind eben auch die Patienten, die zum Beispiel eine schwere Ketoazidose haben. Ja, also die wird man ja auch zum Beispiel erkennen, Typ 1 Diabetiker, die jetzt diese tiefen Atemzüge haben, die kennt ihr alle. Und wenn ihr die im Rahmen der Ketoazidose aus irgendeinem Grund intubieren solltet, dann nehmt das auf keinen Fall auf die leichte Schulter. Ein anderes Beispiel wäre dialysepflichtige Patienten, die auch ganz gerne mal metabolische Azidosen haben können. Dann gibt es noch die Intox-Sachen, aber die wird man präklinisch, muss man sagen, kaum erkennen.
Jetzt ehrlich muss man sagen, dass viele von diesen Punkten, die du genannt hast, vielleicht auch Leute sind, die man einfach nicht intubiert, ne? Wo man versucht, die Intubation möglichst rauszuzögern. Gerade so, also der ketoazidotische Patient, oh Gott, ne? Da kann man eigentlich draußen, da kann man schon im Schockraum und auf der Intensiven mit maximalem Monitoring fast nur verlieren, aber draußen, es ist das fast ein Himmelfahrtskommando. Ja. Also wirklich, wirklich, wirklich vermeiden, wenn das irgendwie geht, dann im Notfall irgendwie genifft oder irgendwie unterstützt, assistiert, ventiliert, um zu versuchen, Zeit zu gewinnen und die Umgebungsbedingungen zu optimieren. Und damit hast du mir eigentlich schon den ersten Tipp weggenommen. Oh. Also tatsächlich ist das Erkennen von so einem Patienten das Allerwichtigste. Ja? Dass man weiß, dieser Patient, der ist jetzt massiv gefährdet, im Rahmen der Intubation eine Komplikation zu erleiden oder einen Herz-Kreislauf-Stillstand. Wenn ihr die doch mal intubieren müsst, ja, dann sage ich euch jetzt, wie ich das mache, und ich bin gespannt, wenn ihr andere Tipps habt. Also die müssen ja möglichst ihr Atemminutenvolumen, was sie jetzt gerade haben, erstmal aufrechterhalten oder noch ein höheres Atemminutenvolumen bekommen, damit man eben die Azidose abatmen kann. Das heißt, die Patienten versuche ich immer vor der Intubation an die NIF zu hängen. Mhm. Dann anzuniffen, dann schaue ich mir an, das zeigt mir dann das Beatmungsgerät, welches Minutenvolumen atmen die dann gerade. Ja, versuche die dann auch ein bisschen mit Druckunterstützung vielleicht schon auf ein höheres Atemminutenvolumen zu kommen. Dann habe ich aber auch schon eine Hausnummer an Atemminutenvolumen, die ich unbedingt halten sollte und nicht unterschreiten sollte. Okay, also das Atemminutenvolumen überhaupt mal rausfinden, wie viel schnauft der in seiner Tachypnoe. Genau. So. Und wenn das nicht funktioniert, dann zumindest grob einschätzen und wissen, also der Patient, der braucht nicht 6 oder 8 Liter Atemminutenvolumen, der braucht sicherlich über 10 Liter. Ja. Mhm. So, und dann das Nächste, haben wir ja gerade gesagt, die Patienten dürften möglichst wenig Hypoventilationsphasen haben. Das heißt, auch die Apnoephase muss extrem kurz gehalten werden. Das heißt, das sind Patienten, für die eine RSI eigentlich gar nicht geeignet ist. Mhm. Das heißt, die Phase zwischen Medikamentengabe und Intubation, die komplett unbeatmet bleibt. Das sind Patienten... Oder nur ein bisschen ventiliert bleibt, manchmal in den neuen Konzepten. Ne? Genau, das sind eher Patienten, bei denen ich die NIF draufpacken würde. Und dann würde ich das genau mit meinem Team besprechen und würde die dann unter der NIF vorsichtig einleiten und würde sie dann, in dem Moment, wo sie keinen eigenen Antrieb mehr haben, schon mal auf BiPAP umstellen und dann weiter eben beatmen. Natürlich muss man aufpassen, dass man jetzt nicht maximal hohe Drücke nimmt und ein Patient, der ein extremes Aspirationsrisiko hat, für den ist das sicherlich nicht so gut geeignet, der ist dann einfach ultra schwierig zu intubieren. Aber alle anderen, die stellt ihr unter der NIF auf BiPAP um und macht die Maske erst Sekunden, bevor ihr den Patienten laryngoskopiert, ab. Und dann habt ihr nur eine wirklich sehr, sehr kurze Apnoezeit, die, wenn ihr gut seid, unter 10 Sekunden dann liegt, bis der Patient dann wieder invasiv weiter beatmet wird. Und die Patienten, wenn ihr die dann invasiv weiter behandelt, beatmet, meistens ja mit Maskebeutel zuerst, die dann nicht ganz entspannt ein bisschen bebeuteln, ne? Sondern das sind Patienten, in dem Moment, wo ihr einmal auf den Magen gehört habt und gehört habt, da blubbert nichts, die man dann erstmal wieder schnell ein bisschen hyperventiliert, ja, um auch die kurze Apnoephase und die kurze Azidose, die sich da angesammelt hat, wieder wegzubeatmen. Ja, krass, also bei denen hat man dann schon Angst, ne? wenn man die Patienten einleitet. Ich fasse nochmal ganz kurz zusammen. Ja. Wir haben zwei Hauptrisikoszenarien und die können wir sowohl präklinisch als auch innerklinisch erkennen und dürfen sie nicht übersehen. Wenn die Patienten schon hypoxisch ins Rennen gehen, dann müssen wir das möglichst vermeiden, die gleich hypoxisch einzuleiten, sondern die Umgebungsbedingungen zu optimieren, gescheite Präoxygenierung, Apnoeoxygenierung, optimalerweise eine NIF zur Präoxygenierung und in manchen Situationen, zum Beispiel wenn die delirant sind, eine DSI, also eine Ansedierung mit NIF zur Präoxygenierung, dann starten wir gleich mit viel besseren Karten ins Rennen. Die zweite Situation ist eine Hypotension, auch bei kreislaufstabilen oder eher kreislaufstabilen Narkotika ist häufig eine gewisse Hypotension möglich. Ja, gerade wenn die Patienten im maximalen Katecholamin-Ausstoßgrad sind, da denken, erstens trotzdem möglichst kreislaufstabile Medikamente nehmen und Katecholamine dazugeben, anlaufen lassen. Wenn das zeitlich gar nicht möglich ist, kann man da Push-Dose-Pressors geben. Aber auch daran denken, dass jemand mit dem 100er Druck, der uns sonst nicht stresst, wenn der in die Narkose reinstartet damit und wir den tief sedieren müssen, dann wird der sehr hypotensiv rauskommen. Also antizipieren dieser zwei Probleme. Und das dritte, der
ultimative Worst Case ist quasi der azidotische Patient, die ein hohes Atemminutenvolumen haben, um überhaupt irgendwie noch am Leben zu bleiben. Da gibt es eine Möglichkeit, erstens mal die Intubation möglichst zu vermeiden. Ja. Der wichtigste Punkt, und dann Intubation vermeiden, Intubation vermeiden, Intubation vermeiden, Intubation vermeiden und dann so nach an 35. Stelle ungefähr. Wenn wir es unbedingt machen müssen, dann wird es eine High-Risk-Situation, wo das gesamte Team total alert sein muss, bereit sein muss für alle Komplikationen. Dann kann man die niffen, kann versuchen, die ohne eine Apnoe-Phase an der NIF gleich auf eine druckkontrollierte Beatmung umzustellen, versuchen, dann rasch an die Beatmung zu nehmen, keine Standard-RSI und danach wechselt man sich die Hose trotzdem. Genau. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Sagt uns, was ihr davon haltet. Erzählt uns eure Fälle, vielleicht eure Konzepte bei diesen ultrakranken azidotischen Patientinnen und Patienten. Habt ihr da Erfahrungen oder Ideen? Wir freuen uns da immer. In diesem Sinne, teilen und liken und unbedingt Telegram abonnieren. Jojo. Und bis zum nächsten Mal bei Nerd von Medizin. Ciao. Ciao.